So, da sind wir. Ich glaube, es gibt ein bisschen Verzögerung, habe ich gerade gesehen beim Draufdrücken. Egal. Ich möchte nur eine Sache vorweg schicken. Wenn ich jetzt hier diese Kommentare, die ich gut vorbereitet habe, vorlese zur Analyse dieser Partie zwischen mir und Smaragd. zwischen mir und Smaragd-Elefant. Zwischen mir und Wavebreaker. Es kann sein, dass ich ein bisschen in Straucheln gekommen, weil manchmal bin ich verwirrt darüber, wie diese Kommentare hier dargestellt werden, wo die eingefügt sind und verwechsel das dann, zu welchem Zug die gehören. Aber ich versuche das einfach mal. Also gut, wir haben gespielt. E4, E5. Ganz normale offene Eröffnung. E5 ist meiner Meinung nach der beste Zug, den man auf E4 spielen kann. Und dann geht es hier auch so weiter. Das ist noch hundertprozentig in Ordnung. Meiner Meinung nach sogar die beste Reaktion auf die jeweils anderen Züge. Dann habe ich mich hier entschieden, schottisch zu spielen. Das spiele ich in letzter Zeit oft. Seit ungefähr einem Jahr spiele ich das oder sogar etwas länger. Und jetzt kam die Antwort, die eigentlich nicht der Theorie gemäß ist. Ja, D6. Der Theorie gemäß müsste jetzt hier geschlagen werden und dann würde ich wieder schlagen. Und ja, dann hat Schwarz verschiedene Möglichkeiten. Was oft gesehen wird, was aber nicht so gut sein soll, ist das hier. Aber es wird oft gesehen und im Schottischen ist alles sehr remis und darum ist es gar nicht so leicht für Weiß, das dann richtig auszunutzen. Das ist ja auch die Überlegung, warum ich überlege, mit Schottisch aufzuhören. Aber wir gehen mal kurz wieder in die Partie rein. Ein Video über Schottisch kann ich auch noch machen, wenn es sich anbietet. Also werde ich die nächsten Tage machen. So, wir waren hier. D6, die Abweichung von der Theorie. Ja, jetzt steht natürlich die Frage im Raum, möchte ich hier den Vorstoß machen oder möchte ich schlagen? Ich habe mir jetzt überlegt, ich schlage mit der Idee, dass ich dann hier diese Linie öffne für die Dame und die Damen abtauschen kann. Es wurde zurückgenommen. Ich habe die Damen abgetauscht. Ich bin mir jetzt persönlich nicht sicher, welche Methode besser ist. Ob man mit dem Springer schlagen sollte, um das Rochaderecht, zu behalten. Was dann für mich in der Hinsicht gut gewesen wäre, dass ich hier einen Bauern gewinne. Das habe ich mir überlegt, könnte passieren oder es könnte das passieren, was passiert ist. Ich gehe noch mal kurz zurück. Dass wir hier eben das Rochaderecht verlieren, weil der König schlagen muss. Ja, das Rochaderecht zu verlieren wird meiner Meinung nach aber manchmal auch zu hoch bewertet. Es ist grundsätzlich ein strategisches Ziel. So würde ich es vielleicht formulieren, dass man den Gegner dazu drängt, zu rochieren oder das Rochaderecht zu verlieren, um einfach eine Flexibilität der Stellung zu beenden. Nachdem rochiert wurde oder das Rochaderecht verloren wurde, hat man als Gegner einfach die Möglichkeit, einen Angriff auf den König zu starten. Man weiß dann, in welche Richtung man die Figuren lenken muss. Aber auch das Rochaderecht zu verlieren ist auf jeden Fall in Ordnung, nachdem die Damen getauscht sind. Ja, ich fahre jetzt mit meiner Entwicklung fort. Läufer C4. Ja, der Bauer ist angegriffen. Dann bewegt er den Bauern
Finde ich voll in Ordnung. Man muss halt eventuell bedenken, dass jetzt der Springer auf das Feld F6 nicht mehr ziehen kann. Aber auf der anderen Seite hätte er mit dem König ranziehen sollen und nochmal Zeit verlieren. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, F6 ist schon der richtige Zug. Ja, Springer C3. Wie gesagt, ich entwickle jetzt meine Leichtfigur nach und nach und versuche mich aufzubauen. Im Sinne des Königsangriffs nach Verlust des Rochaderechts hätte ich vielleicht überlegen können, in dieser Situation entweder schon zu rochieren, um meinen Turm in Stellung zu bringen. Also mit dieser Idee jetzt, es wäre sowas gekommen, darum bringt das nicht viel. Der Idee hier, den Königsangriff zu starten. Wie gesagt, es ist für mich gar nicht so leicht, hier das auszunutzen. Oder im statt diesem Zug zuerst zu versuchen, den Königsflügel zu entwickeln. Sagen wir mal so, einfach jetzt beispielhaft, um die Rochade schneller machen zu können. Ich denke, das Prinzip ist verstanden, worauf ich hinaus möchte. Ich hätte mich hier anstrengen können, schneller zu rochieren, schneller in die Position zu kommen, zu rochieren. Wenn ich jetzt konsequenter versucht hätte, diesen Abtausch der Dame und den Verlust des Rochaderechts auszunutzen. Aber das nur am Rande. Ich versuche mich hier normal zu entwickeln. Und Schwarz entwickelt sich auch, ja. Rochade mit Schach. Jetzt ist das auch etwas besser, weil Schwarz hat hier seinen Läufer eingesperrt. Da können wir vielleicht noch mal ganz kurz zurückgehen, was ich anders gemacht hätte. Das sehe ich jetzt gerade. Also bevor man sagt zwar, man soll zuerst die Springer ziehen, bevor man die Läufer zieht. Aber bevor ich den Springer hier vorziehe, hätte ich den Läufer hierhin gezogen, dann wäre der Läufer beweglich gewesen. Da steht der Läufer einfach etwas besser. Weil wenn ich danach dann den Springer hierhin... Ah, ich muss wieder irgendeinen Zug machen. Weil wenn ich danach den Springer dahin ziehe, dann blockiert der Springer den Läufer nicht. Das ist jetzt halt hier so passiert, weil der Bauer auf F6 steht. So, dann gehen wir nochmal zurück. Ja, das ist vielleicht das größere Problem. Dass mir dann immer so Sachen einfallen, die ich gerne erzählen würde, während ich das Video drehe, obwohl ich mich eigentlich vorher vorbereitet habe mit Kommentaren, was ich erzählen möchte. Ja, ich entwickle mich hier ganz normal. Schach, nichts Weltbewegendes. Ja, hier den Springer rein. Der kann abgetauscht werden. So. Ja. Die Fesselung des Springers. Jetzt lacht einen natürlich wirklich dieser Zug hier an, den ich nicht gezogen habe. Mir gefiel es aus der Idee heraus nicht, dass dann hier geschlagen wird und die B-Linie geöffnet wird. Und darum wollte ich das verhindern. Allerdings muss ich sagen, wenn ich jetzt hier so fortsetze, wäre das überhaupt kein Problem.
dann kann mir egal sein, ob die B-Linie offen ist, weil die Verdopplung der Türme nicht mehr möglich ist. Aber die Einsicht hatte ich erst später in der Partie. Gut, ich setze jetzt fort, damit dass ich den Läufer da wegziehe. Dort steht er sicher und er unterstützt ein bisschen die Rochadestellung. Ja, kann man machen. Die Alternative, den Tausch zu machen, gefällt mir aber viel besser. Ja, hier wird jetzt getauscht. Finde ich auch voll okay. Was man vielleicht bedenken muss, ist, dass dieser Läufer etwas stärker ist, aber wirklich minimal als der andere Läufer. Das sagt man so, weil man möchte eigentlich den Läufer abtauschen, der auf derselben Farbe läuft, wie die Bauern stehen, die eigenen. Weil der Läufer, wo auf dessen Feldern die eigenen Bauern stehen, das sind hier für Schwarz die schwarzen Felder, der ist immer etwas schwächer. Aber hier gibt es ja auch noch die Chance, diese Bauern einfach, weil sie alle nicht festgelegt sind, fortzubewegen. Von daher spielt das kaum eine Rolle. Der Läufer war jetzt auch nicht so besonders gut da in der Ecke. Und ich bekomme immerhin einen Doppelbauern. Weil Schwarz kann jetzt hier so Pläne schmieden, wie den Bauern zu verdreifachen und danach versuchen, die Bauern abzugrasen und eventuell einen Freibauern auf dem Königsflügel zu entwickeln. Aber das ist vielleicht zu viel Fantasie. So, Schach. Ja. Ich war der festen Überzeugung, dass dieser Zug nicht kommt. Wenn ich gewusst hätte, dass der Zug kommt, dann hätte ich... Jetzt bin ich wieder verwirrt, genau. Dann hätte ich... Läufer schlägt. Na, da bin ich nicht mehr dran. Dann hätte ich hier mit dem Läufer geschlagen. Hatte ich die Variante nicht vorbereitet. Okay, dann hätte ich hier wirklich mit dem Läufer den Springer abgetauscht. Was ein bisschen dagegen spricht, ist, dass wir dann verschiedenfarbige Läufer haben. Das kann kompliziert werden. Aber ich weiß nicht mehr, was mich abgehalten hat. Ich glaube, grundsätzlich hat mich gar nichts abgehalten, weil ich bin davon ausgegangen, dass das wirklich nur ein Zwischenschach ist. Ich guck mal gerade, wo ich hier zurückkomme. Genau. Ich bin jetzt ausgegangen, ich spiele das, dann kommt hier so der Bauer dahin, dann habe ich alle Zeit der Welt, den Springer zu schlagen. So, ja, dann habe ich mich entschieden, hier den Springer zu schlagen. Ich habe das vorher schon mal versucht zu erklären, also wie gesagt, jetzt wird zwar die Linie geöffnet, allerdings ist das ja nicht so wichtig,
weil ich jetzt den Turm schlagen kann als nächstes. Und es ist nicht so wichtig. Und es ist nicht so schlimm, weil wir beide schwarzfeldrige Läufer haben. Wir haben jetzt nicht das Problem von eben, dass wir verschiedenfarbige Läufer haben. Hier war ich wieder zu eilig. Ich habe nämlich einfach hier den Bauern geschlagen und habe wieder Turm A8 einfach übersehen, dass das möglich ist. Der Bauer läuft nicht weg, den Bauern muss man nicht schlagen. Es wäre viel schöner gewesen, wenn ich den Turm abgetauscht hätte und mir danach den Bauern geholt hätte. Dann wäre zwar hier immer noch möglich gewesen, den Läufer einzusperren, aber ja, was bringt es? Der schwarze Läufer ist auch eingesperrt. Wie ich eben schon versucht habe zu erklären hier, die Bauern auf den schwarzen Feldern von Schwarz, das ist für den Läufer jetzt nicht gerade optimal. Wird irgendwie sowas kommen. Vermutlich läuft es auf einen Abtausch der Läufer hinaus. Ich spiele mal einfach so ganz irgendwie durch. Obwohl, dann würde ich den machen. Aber um die Idee zu demonstrieren, erwarte ich, dass irgendwie so etwas kommt. So. Ja, da habe ich mich geärgert. Ja, der Läufer muss weglaufen. Der Turm kann hier echt schön reinschlagen. Ich habe jetzt Turm B1 gespielt. Richtig wohlgefühlt habe ich mich damit nicht. Aus meiner Sicht droht eine Verdopplung der Türme auf der A-Linie. Der Turm gehört dahin, eindeutig, um hier richtig Druck auf den König auszuüben. Allerdings, bevor das passieren kann, hat Schwarz hier noch zwei Figuren, die er wegräumen muss. Ach, was macht der denn jetzt? Variante auch bitte mal gleich löschen. So, dann ziehe ich hier weg. Wie gesagt, ich habe eben gesagt, ich würde gerne die Türme verdoppeln. Aus dieser Sicht heraus wäre es besser, wenn Schwarz den Turm dorthin stellt. Hier, jetzt bin ich in der tollen Lage. Hier steht er schlecht wegen dem Läufer. Hier steht er schlecht, weil er den anderen Turm behindert, auf dieses Feld zu kommen. Dann muss ich diesen Turm hier auch noch wegräumen. Hier wird er nicht bedroht. Gut, hier könnte rein theoretisch einfach der Bauer vorziehen. Nee, kann er auch nicht, aber hier steht er einfach gut. Da steht er weit genug weg von meinen Bauern. Und trotzdem ist er von keiner Figur bedroht. Und er steht auch meinem anderen Turm nicht im Weg. Das ist meine Idee dahinter, warum ich ihn jetzt auf A6 und nicht auf A8 gespielt hätte. Turm D2. Ja, ich versuche jetzt auch die Türme zu verdoppeln. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass Schwarz nicht schneller ist, die Türme zu verdoppeln. Weil gerade wenn ich jetzt hier anfange, dieser Turm hier hinten auf H1 steht da nicht besonders toll.
wenn Schwarz es hinbekommt, meinen König in Schach zu ziehen, muss ich wirklich aufpassen, dass der nicht aufgefressen wird durch einen Spieß. Ja, das ist irgendwo so völlig unnütz. Schwarz bietet jetzt hier den Turm zum Tausch an. Gut, Alternativen, die ich gemacht hätte, wie gesagt. Läufer D6 mit der Idee, die D-Linie durch einen großen Bauern zu blockieren, den Läufer. Gut, jetzt weiß man, wenn man diesen Begriff großer Bauer hört für einen Läufer, der Läufer ist nun mal drei Bauern wert und nicht einen Bauern. Darum wird das ungerne gemacht, aber ich hätte es in dieser Stellung durchaus für in Ordnung gehalten. Die Bauern werden durch den Großbauern verbunden. Wir haben hier eine schöne Bauernkette und die Linie wird geschlossen, die offene Linie, auf denen ich versuche, mit den Türmen zu agieren. Eine andere Möglichkeit, auf diese Situation zu reagieren, ach, falsch gedrückt, guckt, sah ich doch, manchmal verwirrt mich hier die Notation. Eine andere Möglichkeit, auf diesen Zug zu reagieren, ist, den Läufer hier hinzustellen. Läufer E7. Jetzt werden die Felder D8 und D6 abgedeckt. Ja, die Abdeckung der wichtigen Felder der H-Linie durch den Läufer scheint mir in Ordnung zu sein. Einfach um das abzuwehren, was dadurch droht, dass ich hier drohe, die Türme zu verdoppeln. So, jetzt habe ich dazugelernt. Hier geht's zurück. Die nächste Möglichkeit wäre noch, den Läufer ganz dreist hier hinzustellen und meinen Turm anzugreifen. Was will ich machen? Ich muss den Turm noch einmal ziehen und den Läufer angreifen kann ich nicht, da steht der Bauer im Weg. Ich müsste den Turm hier hinstellen. Und wenn ich es ungeschickt machen würde, würde ich den Turm hier hinstellen. Weil dann hätte ich das gleiche Problem, was Schwarz sich hier gemacht hat. Der Turm steht mir wieder im Weg, um meine Türme zu verdoppeln. Darum ist der auf jeden Fall geschickter. Und wenn ich das gemacht habe, hat Schwarz hier quasi ein Tempo gewonnen und kann den König, wo stellen wir ihn hin, dahin stellen und ist hier bereit, die Verdopplung zu beginnen. Okay, komm, den ziehe ich nicht, der ist gemein. Ich möchte ja eine Idee demonstrieren wieder. Versteht ihr dann? Bin ich hier einfach dabei, die Türme zu verdoppeln? Und ich habe dadurch, dass ich den König, den Turm angegriffen habe, einfach ein Tempo gewonnen. Ist aber alles nicht so gekommen. Ich gehe nochmal zurück in diese Stellung, weil jetzt ist ja gekommen, dass mir angeboten wurde, den Turm zu tauschen. Ja. Ich hätte wahrscheinlich den Turm tauschen sollen. Ich habe mir gedacht, ich könnte jetzt einfach die Türme verdoppeln. Ja,
Da hätte jetzt Schwarz einfach unaufmerksam sein müssen, weil, ja, das hier ist jetzt einfach der naheliegende und richtige Zug, den Turm nochmal zu decken. Und das hat mich jetzt schon ein bisschen geärgert, weil das ist ein so natürlicher Zug. Und ob Schwarz das jetzt beabsichtigt oder nicht, er setzt im Grunde genommen die Ziele um, die er sowieso hat. Das ist ein naheliegender Zug, der auch noch hilft, den Turm auf H8 freizulegen. Und es hat mich natürlich geärgert, dass, obwohl zuerst der Turm hier gezogen wurde, es trotzdem noch möglich ist, jetzt quasi mit Zugumstellung ans Ziel zu kommen. Wobei ich immer noch der Meinung bin, auf A1, auf A8 würde der Turm natürlich besser stehen. Ja. Ich habe mir gedacht, wenn der Turm schon abgetauscht wird, soll Schwarz das bitte machen. Ich versuche jetzt hier einfach anzugreifen, um Druck zu machen. Mal gucken, was passiert. Schwarz hat hier einfach richtig reagiert, indem er wirklich jetzt die achte Reihe frei macht, damit die Türme endlich verbunden sind. Das ist sehr lobenswert. Schlechter wäre auf jeden Fall gewesen, wenn man jetzt mit dem König hier hingegangen wäre. Oder wenn man mit dem Turm versucht hätte zu decken. Und selbst wenn man versucht hätte, durch den Bauern zu decken, fände ich das nicht optimal. Also der optimale Zug ist wirklich schon König F7. F4. Ja, es ist jetzt eine Spielerei. Dann wird der Läufer angegriffen, muss ich den Läufer wieder wegziehen. C5. Jetzt frage ich mich hier an dieser Stelle, warum ich nicht die Chance genutzt habe, meinen. Achso, ja, das ist jetzt was anderes. Jetzt frage ich mich an dieser Stelle, warum ich die Chance hier nicht, warum ich den gezogen habe und nicht die Chance genutzt habe, meinen Doppelbauern aufzulösen. Das wäre wohl der bessere Zug gewesen für mich. Ja, schon wieder so ein Sach, wo ich spontan jetzt reagiere. Jetzt muss ich mal gleich eben gucken. C4. Möglicherweise hätte es mehr gebracht, wenn ich C4 gespielt hätte. Ach ja, okay. Okay, ich hätte C4 spielen können mit der Idee. Jetzt verstehe ich auch, warum ich den Bauer nicht abgetauscht habe. Genau, meine Idee war halt, den schwarzfeldrigen Läufer einzusperren. Und das hier wäre die andere Methode gewesen. Ich hätte vielleicht gedacht, so jetzt im Nachhinein, wenn ich das hier gespielt hätte, wäre vielleicht nicht das hier gefolgt. Und das hier. Sondern ich hätte vielleicht die Chance gehabt, dass sich das Ganze irgendwie so entwickelt, dass der Bauer auch noch hier hin kann. Und dann der schwarzfeldrige Läufer
sich sein eigenes kleines Gefängnis gebaut hat. Da hätte ich vielleicht durch Zugumstellung viel erreichen können. Und selbst wenn nicht, ich finde, den Abtausch des Doppelbauern hätte ich trotzdem als Option sehen müssen. Ja, wie auch immer. C4. Ja, ich finde den Zug richtig, um den Läufer jetzt wirklich davor zu schützen, dass dieses Gefängnis entsteht, was ich eben gezeigt habe. Ich meine, stellt euch das mal vor, wir hätten jetzt hier so diese Situation wirklich aufs Brett bekommen. Das wäre ja alles andere als schön für den schwarzen Läufer. Gut, jetzt habe ich diesen Zug hier gezogen, der mir nicht so gut gefallen hat, weil jetzt eigentlich, ich habe das eben schon mal erwähnt, die Aufgabe ist, wenn man einen schwarzfeldrigen Läufer noch übrig hat, dann empfiehlt es sich, seine Bauern auf die weißen Felder zu stellen. Habe ich nicht gemacht. Dadurch beeinträchtige ich auch die Funktion meines Läufers. Aber dieser kurzfristige Sieg, dass diese kurzfristige Genugtuung, den Läufer da zu verscheuchen, schien mir scheinbar mehr wert zu sein, oder ich wusste nicht so genau, was ich ansonsten ziehen soll. Aber wenn man jetzt sich auch hier anguckt, mein König steht jetzt auch nicht so optimal. Der Bauer und der Läufer haben den da ziemlich festgesetzt. Er ist auch nicht so leicht angreifbar, weil mein Läufer da zur Verteidigung steht und der Turm nicht eindringen kann. Aber optimal ist es nicht. Ja, der Läufer zieht in diese Richtung. Ich bin mir nicht sicher, ob es gut ist. Ich wäre vielleicht in die andere Richtung gezogen. Aber okay, mit der Idee, dass man den Doppelbauern abtauscht, ist das auf jeden Fall auch ein Plan. Also Doppelbauern abtauschen, ich kann es ja hier nochmal andeuten, dann jetzt diesen hier folgen zu lassen, weil ansonsten frage ich mich wirklich, was der Läufer da soll. Ja gut, und ich tausche den dann ab. Und wenn ich das nicht mache, kann Schwarz sich überlegen, ob er ihn hier abtauschen möchte. Oder ob er ihn einfach stehen lässt und wartet, bis es so kommt. Aber wenn ich den Läufer jetzt hier wirklich... Ah, jetzt hat er den schon wieder gezogen. Wenn ich jetzt den Läufer hier wirklich nur stehen lasse, finde ich nicht schön. Der Läufer ist auch wie eingesperrt. Dann muss ich hier zumindest den Bauern wegziehen, um den Läufer irgendwie rauszubekommen. Aber der Läufer ist ja auch nicht gut, insgesamt. Aber hier steht er auch gerade richtig schlecht. Wenn ich halt nicht vorhabe, hier diesen Abtausch zu fokussieren. Das ist ein Plan, den ich nachvollziehen kann. Ansonsten, was will der Läufer da? Ein Läufer möchte gerne wirken, der möchte nicht blockiert werden von weißen Bauern oder anderen Figuren.
Ja. Es ist ein Doppelbauer. Ich weiß nicht, ob Schwarz gerade in der Not ist, das so aufzulösen. Ich weiß jetzt auch nicht genau, mit wie viel Zeit wir gespielt haben. Aber grundsätzlich sollte diese Position vom Bauern Schwarz dazu veranlassen, zu überlegen, ob es nicht irgendeinen Plan gibt, wie man den Doppelbauern angreift und wie man einen Freibauern auf dem Königsflügel schafft. Danach sieht die Stellung aus, dass Schwarz einen Freibauer auf den Königsflügel bekommen könnte. Aber hier, wenn das jetzt hier so abgetauscht wird, dann verschwindet diese Situation mehr oder weniger. Gut, hier spielt Schwarz scheinbar auch auf diese Idee, aber ich halte es nicht für so glücklich umgesetzt, weil zunächst einmal mein Doppelbauer entfernt wurde. Zu meinem Vorteil. Ja, und jetzt ist der weiße Haarbauer ein Freibauer. Damit hat man sich eigentlich Ärger ins Haus geholt, der so nicht sein müsste. Es ist schon richtig. Also wenn ich jetzt auf die Dummheit gekommen wäre, den Bauern abzutauschen, obwohl ich das ja sowieso nicht, weil mein Turm dahinter steht. Es wäre schon allein wegen dem Turm schlecht. Aber selbst wenn der Turm hier nicht stehen würde und der andere Turm auch nicht dort und die Gefahr des Turms wegzunehmen nicht bestehen würde. Nee, nicht mal dann ist es gut. Es ist nur gut, weil der Turm da steht. Und eigentlich ist es nicht gut, weil der Bauer durchziehen kann. Ja. Was soll ich dazu sagen jetzt? Mit Bauern passiert mir sowas auch manchmal. Bauern sind halt kompliziert, weil sie so viele verschiedene Möglichkeiten haben und anders schlagen, als sie gehen. Und dann kommt man durcheinander. Wie ja auch manche sagen, bevor man einen Bauernzug macht, wirklich zweimal überlegen, weil ein Bauer auch nicht zurückziehen kann. Auf der anderen Seite muss ich sagen, Hut ab, dass man also so gespielt hat überhaupt bei der Spielstufe. Ich weiß nicht, ob Bauernstruktur unbedingt das Thema ist, was man auf der Spielstufe jetzt erlernen und üben sollte. Es gibt vielleicht andere Dinge, die zurzeit ein bisschen sinnvoller sind. Aber ja, grundsätzlich ist das so. Dieser Bauer ist jetzt ein Freibauer, der hat gar nichts mehr zu befürchten, mein Haarbauer, außer dem Turm, aber kein anderer Bauer kann sich ihm in den Weg stellen. Und das macht den Bauern richtig stark. Und davor konnte ich diesen Bauern, jetzt ist das auch noch so, konnte ich ja diesen Bauern nicht dahin ziehen oder so, weil dann der andere Bauer ihn geschlagen hätte. Der Bauer war immer ihm im Weg und jetzt zieht der Bauer einfach an ihm vorbei und blockiert ihn nicht mehr. Das ist daran der Fehler, der gemacht wurde. Und der Gehbauer selbst
Der Schwarze ist kein Freibauer, weil wir da den schönen F2-Bauern stehen haben, der ihn blockiert und aufhält. König G7. Ja, was sollte ich befürchten, habe ich mich wirklich gefragt. Der König kann eigentlich nichts machen. Er kann entweder da, sich vor dem Bauern stellen und den Turm blockieren. Oder er kann sich sagen, er bleibt da stehen, um den Turm nicht zu blockieren. Aber man kriegt es nicht hin, dass beide gleichzeitig den Bauern angreifen. Und von daher ist es für mich keine Gefährdung. Es ist einfach nur, dass schwarze Figuren jetzt gezwungen sind, eine Blockade zu errichten und an diesen Bauern gebunden und gefesselt werden. Jetzt wäre es sehr schön nach Nimzowitsch, wenn Schwarz es möglichst schnell schaffen würde, seinen Läufer auf H6 zu bekommen, was ein bisschen utopisch ist, weil ich möchte es einfach erwähnen, die Blockade durch Leichtfiguren zu bewerkstelligen. Das wäre jetzt in diesem Fall der Läufer. Ja, wie gesagt, es ist ein Fehler, einfach diesen Freibauern da zuzulassen. Ja, jetzt kommt dieser Läufertausch. Das ist für mich natürlich auch eine Abwägung. Ich tue den gegnerischen Doppelbauern auflösen. Aber ich brauche unbedingt meinen F-Bauern da. Ich habe jetzt C-Bauer geschrieben, muss ich gleich mal korrigieren. Ich brauche unbedingt meinen F-Bauern da, um den schwarzen G-Bauern nicht zum Freibauer werden zu lassen. Das, was ich eben versucht habe zu erklären. Der G-Bauer hat zurzeit gar nichts davon, dass er dort steht und an meinem H-Bauern vorbeigezogen ist, weil er noch an meinem F-Bauern vorbei muss. Und da mache ich jetzt den Tausch, um so etwas hier zu verhindern. Machen wir es mal so. Das hier. Weil wenn ich jetzt das hier machen würde, hätte Schwarz hier mit dem G-Bauern auch einen Freibauern. Das musste ich halt unbedingt verhindern. Und darum habe ich dann diesen Tausch, über den wir ja auch schon vorher mal gesprochen haben, der die einzig gute Idee für den Läufer ist, habe ich diesem Tausch zugestimmt. Er kommt im Grunde genommen reichlich spät, aber er kommt und das ist die Hauptsache. Für mich natürlich auch wieder schade, weil der Läufer stand da vorher nicht gut und jetzt musste ich diesen schwachen Läufer abtauschen. Andererseits ist die Frage, ob mein Läufer so viel besser war. Ja, hier habe ich jetzt wenig Kommentare zugeschrieben. Ich tausche ein bisschen ab. Du oder Schwarz. Schwarz ist halt mit dem Bauern beschäftigt, mit meinem Freibauern. Ich kann versuchen, einen anderen Freibauern zu bekommen oder das auszunutzen, dass die Figuren so unbeweglich sind von Schwarz. Der König oder der Turm von Schwarz muss jetzt halt den Freibauern bewachen, damit er nicht zur Dame geht. Und das macht meine Figuren etwas beweglicher. Und ich kann auch jederzeit überlegen, meinen Turm, der jetzt ja auch an meinen Freibauern gebunden ist,
wegzuziehen und den Freibauern aufzugeben für ein anderes Ziel. Wenn, sobald es sich halt lohnt. Aber ich bin da wirklich frei, das jederzeit zu machen. Ja. Es gibt halt nichts zu befürchten für mich gerade. Ich könnte jetzt jederzeit überlegen, die Bauern gegeneinander zu tauschen, was natürlich nicht gut ist, weil ich damit den Turm zu viel Spielraum geben würde, den Schwarzen. Der schwarze Turm würde dann in meine Stellung eindringen können, wenn ich jetzt den schwarzen Bauern mit dem König schlage und der schwarze Turm meinen weißen Bauern. Ich bringe einfach mal meinen Turm in eine andere Position. Man kann sagen, ich warte ab, ich gucke mal, was passiert. Einfach, weil ich in der Stellung nicht so recht weiß, was ich ziehen soll. Die Stellung scheint Remis verdächtig zu sein. Meiner Meinung nach. Und jetzt ziehe ich irgendwas, was die Stellung nicht großartig verändert, um Schwarz vielleicht zu einem Fehler zu bewegen. Ja, wir spielen den Turm, noch nichts Weltbewegendes. Jetzt habe ich mich entschieden, diesen Freibauern zu opfern, wie ich das eben auch schon erklärt habe. Ich denke, das war ein Fehler. Das hier zuzulassen, scheint mir ein Fehler zu sein. Schwarz hätte wahrscheinlich alles Mögliche tun müssen, um den Bauern hier zu decken. Ja. So, er hat sich jetzt entschieden, den Bauern zu schlagen. Und damit habe ich mich gefreut, dass mein Turm jetzt in dieser besseren Position ist. Ja, jetzt noch mal ein Beispiel zu skizzieren. Gucken, was das ist. Da bin ich jetzt ja gespannt. Ja, das war jetzt, soll jetzt so zeigen, was mein ursprünglicher Plan war. Verstehe ich jetzt nicht ganz, was ich mir damit sagen wollte. Okay, ich habe euch einfach mal den Plan gezeigt. Das, wenn ich mir Kommentare dazu schreibe und nachher nicht mehr verstehe, was ich meine. So, jetzt kam G4. Ach ja, ich wollte damit sagen, dass ich G4 nicht für gut halte. Dass ich gedacht hätte, dass statt G4 eher Turm C8 kommt. Wobei hier alles relativ egal ist, weil es war ein Fehler, den F-Bauern zu verlieren. Ja. Das erschien mir jetzt natürlich besser, weil ich jetzt hier abgrasen kann. Ich bekomme den Bauern auch noch.
Jetzt habe ich einen neuen Freibauern erschaffen, den Bauern auf E, auf der E-Linie. Und ja, das hier ist ja ein Witz, weil halt der G-Bauer kein Freibauer ist. Steht er nicht besonders gut. Er kann. Jetzt geht Schwarz hier hin und ermöglicht mir das Schach auf H5. Aber was hätte Schwarz machen sollen? Schwarz kann ja nicht den Bauern vorziehen, weil dieser wertvolle F-Bauer da steht. Schach. Ja, und es bringt rein gar nichts. Ich kann wieder so einen Tausch anbieten. Schwarz sollte das nicht tun, hat Schwarz auch nicht gemacht. Weil also das hier hätte jetzt die Partie noch schneller entschieden, ja. So, jetzt wenig Kommentare von meiner Seite. Ich muss versuchen, den Freibauern durchzubekommen. Mal ganz ehrlich. Der Zug hätte mehr Sinn ergeben. Der ist zwar genauso hilflos, weil dann der kommt, aber einfach von der Idee her ist der sinnvoller. So ein Abtausch kommt ja nur mir zugute. Gut, jetzt habe ich die Dame. Ich habe die Dame und wir haben zwei Freibauern. Ich bin in der Lage, jederzeit diesen Freibauern, die Dame zu opfern, um den Freibauern loszuwerden. Und mein Freibauer ist in der Position, dass er unaufhaltsam ist. Denn, ich kann das mal gerade skizzieren, wenn ich jetzt diesen Zug gemacht hätte, hätten wir diese Grundstellung von König und Bauer, wo man sagen muss, der Bauer kommt auf jeden Fall durch. Und ich hätte es sogar so spielen können, weil, zack, zack, wären wir auf ein ähnliches Niveau gekommen, ne? Egal, was jetzt passiert wäre. Dame-Verwandlung von mir aus, schlage ich die Dame. Oder der König zieht weg. Schlage ich halt auch den Bauern. Und diese Position hier aber von König und Bauer bedeutet, es ist ganz egal, wo der schwarze König steht. Wenn jetzt nur noch König und dieser Bauer und mein König auf dem Brett sind, bedeutet diese Stellung hier, wie jetzt König und Bauer stehen von Weiß, dass es ganz egal ist, wo der schwarze König steht, dass es ganz egal ist, wer am Zug ist. Weiß bringt den Bauern durch. Das bedeutet diese Stellung. Da bin ich jetzt ein bisschen traurig, dass mir das in der Partie nicht eingefallen ist. Dann hätte ich das so gezogen. Es ist zwar auch wieder nur so. Ja. Es ist nur so etwas Ideelles, aber das wäre einfach schön gewesen, wenn mir diese Theorie, in den Sinn gekommen wäre.
finde ich. Ich hätte es schön gefunden. Gut, ich war quasi ein bisschen in einer Art Panik wegen dem Bauern, in einer Unruhe und habe hier ein bisschen den Bauern gejagt, den König gejagt, um einen Plan zu entwickeln. Ja, und dann letztendlich, jetzt habe ich diese Position gemacht. Habe ich mir das so gedacht, ja. Ich decke einfach dieses Feld ab und sobald der Bauer mir in die Dame zieht, tausche ich den Bauern ab. Bevor man eine Dummheit begeht, ist das auch besser. Man muss halt nur vorher kontrolliert haben und ein bisschen sich mit Bauernendspielen auskennen. Wenn ich hier diese Dame abtausche, dann ist es ganz wichtig, dass ich hundertprozentig weiß, dass mein Bauer durchkommt. Dass Schwarz nicht mehr in der Lage ist, das irgendwie aufzuhalten. Sonst sollte ich erst versuchen, die Stellung zusammen mit der Dame so zu verändern, dass ich mir darüber sicher bin. Ja, und jetzt kam diese Situation. Jetzt hat Schwarz etwas gezögert zu ziehen. Und ich persönlich war auch kurz davor am Überlegen, weil das eine unbewertete Partie ist, ob ich ein Remis anbieten soll. Wobei ich das sehr ungerne mache. Es liegt einfach nicht in meinem Naturell, Remis anzubieten, aber ich hätte es hier gemacht und ich war mir nicht sicher, ob ich dann hätte später irgendwie beweisen müssen, dass das noch matt geworden wäre, ob es den einen Anschein erregt hätte, dass ich mir unsicher war, ob ich das zum Matt führe. Aber ja, nach ein bisschen Überlegen hat Schwarz hier aufgegeben. Es ist halt einfach eine verlorene Stellung. Schwarz hat keine Chance, an den Bauern zu kommen. Ich könnte jetzt im nächsten Zug noch hier. Oh nee, 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 komm. Zieht er die Stellung hier mit rein? Ab hier löschen. Das wollen wir da gar nicht drin haben. Wenn das nicht als Variante macht. Okay, wie gesagt, es ist tot verloren, weil der Bauer auf jeden Fall durchrennt und der schwarze König keine Chance hat, sich davor zu stellen. Okay, danke für eure Aufmerksamkeit. Das war meine Partie gegen Wavebreaker. Ich bin gerne bereit, jederzeit wieder gegen Wavebreaker oder irgendjemand anders zu spielen. Wenn ihr möchtet, schreibt mich einfach an. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir vorher auf Leiches Freunde werden müssen, damit ihr mir eine Herausforderung schicken könnt. Aber grundsätzlich bin ich dazu bereit. Was mir auch gut gefallen hat, was man vielleicht machen sollte, schreibt mir ruhig vorher eine E-Mail, dass wir einen Termin ausmachen. Manchmal passt es spontan, aber in der Regel ist doch schöner, wenn man einfach sich vorher abgesprochen hat, dass beide Zeit haben und es beiden gut passt. Okay, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Vergesst bitte das Abonnieren nicht. Bis zum 20. Februar muss ich versuchen, 1000 Abonnenten zu bekommen. Es wird schwierig genug.